Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch mein Baguette-Omelette vorstellen. Das mache ich mal wieder im Ninja Foodie Grill. Heißluftfritteuse, Airfryer geht in jede Heißluftfritteuse. Ist so eine klassische Resteverwertung. Schaut es euch an, ist ganz lecker geworden. Ich hoffe, es gefällt euch. Alles, was ich brauche, habe ich wieder rausgelegt. Ich brauche Baguette hier. Hier sind es jetzt 7 Scheiben. Altbackenes Baguette, kein frisches. Ein paar Eier, Sahne, Schinken. Außerdem Petersilie. Wir brauchen Mozzarella als Gewürz, ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Salz und Paprika rosenscharf und außerdem Frühlingszwiebeln. Und dann geht's auch schon los. Ja, zunächst nehme ich mal meine 3 Eier und schlage die auf. Und wenn ich die Eier aufgeschlagen habe, kommt auch schon die Sahne dazu. Ein ganz bisschen, viel brauchen wir nicht. Dann die Gewürze, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer und Paprika rosenscharf. Und wenn ich hier die Gewürze in meiner Eiermilchmasse habe, dann erstmal ordentlich verrühren, die Eier verschlagen, damit sich alles gut verbindet. Das dauert nicht lange, ne? Das kann man alles gut mit der Hand machen hier. Und wenn wir unsere Eier verschlagen haben, dann gebe ich die Hälfte des Käses rein. Ich habe hier einen Mozzarella genommen. Ihr könnt auch einen Emmentaler nehmen, ihr könnt einen Gratin-Käse nehmen. Also Mozzarella fand ich passt gut, aber es geht auch jeder andere Käse. Und die Hälfte der Frühlingszwiebeln, auch nur die Hälfte, denn die anderen beiden Hälften brauchen wir nachher später nochmal. Und dann verrühre ich das Ganze nur noch ein bisschen mit der Eiermasse. Und mehr muss man auch gar nicht machen. Und dann geht es auch schon weiter. Ja, jetzt habe ich hier so eine kleine Springform. Die ist ganz praktisch, das sind 20 cm, die passen genau in meinen Airfryer, hier in meinen Ninja rein. Gibt es fast für jeden Airfryer, solltet ihr euch auf jeden Fall mal zulegen, wenn ihr eine Heißluftfritteuse habt, also ist ganz praktisch. Die hier ist, wie ich dann festgestellt habe, die Form nicht so ganz dicht. Na, da läuft, wenn man so Eiermasse reingibt, auch wenn man sie zuklippt, immer mal ein bisschen Eiermasse raus. Deswegen folgender Trick, ich nehme hier so ein Blatt Backpapier und klemme das quasi mit ein, wenn ich die Form schließe und dann rolle ich so außen das Backpapier so ein bisschen an die Form ran, sodass ihr einen kleinen Rand habt, dann versaut ihr euch nicht so die Form und die Eiermasse bleibt auch wirklich hier in der Springform und das war es auch schon, geht schnell, oder? Und jetzt heize ich erstmal den Airfryer vor hier, mein Ninja Airfry, 200 Grad, 15 Minuten. Müsst ihr ein bisschen gucken, wie es bei euch so ist, wie so die Leistung von eurer Heißluftfritteuse ist. 15 Minuten bei mir waren genau richtig, aber immer mal reingucken. Und wenn er vorgeheizt hat, dann gebe ich hier meine Form rein. Vorsichtig heiß. Ich befolge immer meine eigenen Tipps nicht, eigentlich nur mit Handschuhen. Also heiß. Dann gebe ich die Eiermasse hier über die Baguette-Scheiben. Und die drehe ich jetzt einmal, damit die so richtig schön ein bisschen durchziehen. Hätte auch in die Schüssel tun können, egal wie rum. Also auf jeden Fall möchte ich, dass die Baguette-Scheiben so ein bisschen durchziehen. Dann mache ich den Deckel auch das erste Mal zu. Und habe hier meine 15 Minuten, die jetzt ablaufen. Und das erste Mal gucke ich danach 8 Minuten wieder rein, also 7 Minuten Rest. Dann sind nämlich so die Eier schon gestockt, wenn ihr reinguckt. Das sieht schon ganz lecker aus. Und das Baguette droht jetzt oben wirklich etwas zu verbrennen, etwas heiß zu werden. Also nach 8 Minuten ungefähr bei mir reichte das und dann gebe ich den Schinken oben auf die Baguette-Scheiben. Ich zerreiße den so ein bisschen, nehme hier luftgetrockneten Schinken, dass ihr also einen habt, der wirklich ganz, ganz dünn ist und ganz mild ist. Ich gebe ihn nicht vorher rein, habe ich ausprobiert, der wird sonst zu hart und zu salzig. Also für mich war das genau richtig, nach 8 Minuten dann der Schinken und dann kommen über den Schinken kommen die Frühlingszwiebeln, die zweite Hälfte, die wir noch haben. Und wenn wir die Frühlingszwiebeln verteilt haben, dann können wir auch schon den Deckel das zweite Mal zumachen und dann geht es in die nächste Runde. Und wenn jetzt 12 Minuten rum sind, dann mache ich den Deckel das zweite Mal auf. Und jetzt gebe ich erst den Käse dazu. Auch den gebe ich bewusst nicht vorher dazu, weil der sonst zu hart wird, zu dunkel wird. Also ich fand das genau richtig. Müsst ihr ein bisschen probieren mit eurer Heißluftfritteuse. Und auf geht's zur letzten Runde. Und wenn die letzten 3 Minuten vorbei sind, dann können wir auch schon gucken, ob es geklappt hat. Und ihr seht hier, wenn wir jetzt unsere Springform uns mal angucken und jetzt natürlich mit Handschuhen aus dem Gerät nehmen, dann seht ihr, das sieht schon richtig lecker aus, oder? Schauen wir mal. Ja,
Ja, es riecht ganz wunderbar. Ich habe inzwischen jetzt das Baguette-Omelette hier aus der Form geholt. Das geht auch ganz gut. Das zerschneide ich jetzt einfach hier, wenn sich so ein bisschen abgekühlt hat. Und vorher gebe ich ein bisschen Petersilie zur Deko drüber. Und ihr seht, das sieht echt gut aus. Das riecht auch wirklich lecker. Also schön geworden hier als reine Resteverwertung. Durchaus noch saftig, knusprig und mal so ein bisschen was anderes als immer Spiegeleier und immer nur Rührei am Sonntag. Also ich kann es euch nur empfehlen. Eine leckere Resteverwertung hier, mein Baguette-Omelette. Bei mir heute aus dem Ninja Foodie Grill oder Airfryer Heißluftfritteuse. Hat geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.